ya. 3, 2, 1, West Chef, same it, kaboom. What's poppin', people? Welcome to another vlog of my channel. It's the one and only Wesley Thompson. Und ich bin wieder unterwegs, nach Köln. Ich bin schon auf einem Event eingeladen von den größten Pionieren der Comedy-Szene. Das sind niemand weniger als Dave Chappelle und Chris Rock. Ich wurde eingeladen zu deren einzigen Deutschland-Show. Und daher bin ich gerade auf dem Weg. Wir treffen uns vorher noch mit den anderen Creatoren, die eingeladen worden sind zum Essen. Und ich nehme euch alle hin mit. Ich bin gerade ein bisschen spät dran, weil ich meine Bahn kriegen muss. Hin und her, bla bla bla. Aber ich wollte kurz durchschnacken, damit ich mal das Intro weg habe. Und dann würde ich mich bei euch in Ruhe melden, wenn ich in Köln bin und ich mehr Plan habe, weil ich muss eigentlich um 16 Uhr da sein. Ob ich es schaffe, steht in den Sternen. Aber I'm a holla at your boys and girls. See ya. Also, ich bin jetzt in Köln und es ist dick am Schippen. Ich bin so froh, dass ich den hier habe, weil es nicht nice aus. Ich weiß es aber allerdings nicht, wo ich hin muss, to be honest. Und da ich mit euch gerade filme, werde ich es auch nicht so einfach rausfinden. Also, warte mal, oh, das könnte direkt hier sein. Ich glaube, es war 7 oder so. Wenn ich check, das könnte tatsächlich direkt hier sein, wenn ich mich nicht irre. Hold on. Nee. Irgendwo hier muss es sein, auf jeden Fall. Und es ist einfach am Regen. Verlässt man einmal das Haus und es regnet wie. Also, ich weiß nicht, wie der Spruch geht. Anyways, es schmeckt nicht gleich. Ich sag ehrlich, ich war schon so lange nicht mehr in Köln, Alter. Hier sieht alles so komisch aus. Und das Wetter bockt einfach nicht. Ich sag jetzt ehrlich, ich gehe nicht gerne raus. Und ich weiß jetzt auch wieder warum. Und wow. So, wenn ich hier einmal Nacht gemacht werde, mein Team. I'm a big man. Anyways, wir gehen jetzt essen. Ich habe noch nichts gegessen, weil ich habe so Hunger. Ich habe einfach nichts gegessen, weil ich heute noch gefühlt habe. Ich habe meine Wohnung aufgeräumt, Wäsche gewaschen, bla bla bla. Hey, ihr kennt das eigentlich so, weil ich ein W-Mans bin. Ein eigenständiger Mann, der auf sich alleine zu euch kommt. Also habe ich all diese Sachen erledigt. Und jetzt habe ich auch noch mal Hunger. Ich habe geschafft zu essen. Ich hoffe, da gibt es auch gar nichts zu essen. Mir wurde gesagt, wir wurden eingeladen. I don't really know, to be honest. Ich würde ganz was rausfinden. Deswegen I'm a see you there. Hallo! Willkommen! Ja, auf dem Festival. Also, ich habe gerade erfahren, wir dürfen gar nicht filmen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Vlog mit angefangen habe. Die Show mit filmen. Ja, nicht alles, aber so ein bisschen. Und jetzt dürfen wir gar nichts filmen. Vielleicht auch heimlich. Ja, wenn die Handys nicht abgenommen werden, sowieso. Wenn die Handys nicht abgenommen werden, sowieso. Ich habe einfach John letztens was geschickt aus Versehen, weil er auch jetzt heißt, vorne meine Cousine auch. Da kommt noch mehr. Das hast du alles bestellt? Savoya. Ich auch, ich habe noch nichts gegessen tatsächlich. Wie teuer ist das alles? Hallo? Hast du mich hierhin bestellt? Nur crazy. Das? Das? Was sagst du dazu? Schon wenig, ne? Also das hier ist meins. Okay. Das ist meins auch vielleicht. Okay, cool. Ich esse einfach Luft und Liebe. Hey, gib mir den Dich. Hä? Leute, das ist jetzt unser Kanal. Ja, ich wollte gerade sagen, kurz übernommen. Ihr macht das schon. Rest ist unser Kanal, wird jetzt umbenannt. Okay, warte mal, wenn ihr einen Kanal zusammen machen würdet, wenn wir mal gucken, wie kreativ wir sind, wie würdet ihr euren Kanal nennen? Oh mein Gott, die Milchschnitte. Das geht nicht mal auf. Milchschnitte nee. Ist aus dem Raum. Ich bin ja nicht drin. Trouble. Wir können uns auch Fahrt verlaufen. Oder Transition. Das ist das Leben mit Influencern. Die stehen auf, um gute Stories zu machen. Und dann bin ich, dann gibt es mich, der nicht mit seiner Kamera sauber macht und einfach filmt, weil
Weil ich einfach authentisch bin. Ja, nee, du bist nur authentisch. Ich bin einfach real. Excuse me? Sorry. Ich wurde noch nie mit dem Wort Pickney konfrontiert, aber okay. Aber ey, Leute, ich muss eine Sache sagen. Vita, wirklich sehr gut organisiert. So viel Essen hier. Hätte ich jetzt schon vorher gegessen gehabt, hätte ich mich echt abgefuckt. Aber. Also Essen auf jeden Fall köstlich. Sieht sehr nice aus. Ich höre das, was ich hier erlebe. Wir sind jetzt seit 15 Minuten hier. Wir haben nichts angefasst, aber Hauptsache erstmal gehen. Hauptsache, was muss stimmen? Lichtverhältnisse. Die Lichtverhältnisse müssen stimmen. Oh, nö, jetzt. Oh, alle in Richtung. Also, schmeckt? Ich hab mal gehört, wenn man einen Mann das wiederholt. Aber jetzt hat ihn. Wie hat er gegessen? Sehr leidenschaftlich. Und was sagt das über ihn aus? Was sagt das über ihn aus? Hier so. Ja, unglaublich. Digga, ich hab mal Ich hab ganz Zunge vom Teller gekauft. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Wollt ihr noch was trinken, Leute? Nee. Vita sagte Mama. Wenn ihr was wollt, einfach Vita fragen. Schreibt einfach. Wenn ihr irgendwas braucht, einfach Vita fragen. Ihr Name kommt genau jetzt. Schreibt einfach in ihre DMs, ich kann alles klar machen. Essen, Konzerte, egal was es ist. Hallo? Seht ihr Business? So muss es sein. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me. Erzähl mal die Story, bitte. Wo sind wir gerade? Na, erzähl du. Ey, auf zu quatschen. Okay, ich mach 30-Sekunden-Version, Leute. Mhm. Also, ich wollte hier parken. Wir sind in einer sehr befahrenen Straße am Barbarossaplatz in Köln. Bitte komm mal hier kurz weg. Und da war ein junger Mann, ein älterer Mann, am Straßenrand und hat gesagt, ey, du kannst in meinem Parkhaus parken. Habe ich so, ey, korrekt, danke. Und jetzt habe ich hier geparkt, aber wir haben keine Ahnung. Was lernen wir daraus? Nie auf Fremde hören, die euch am Straßenrand ansprechen. Komm, das lernst du im Kindergarten, wenn dir sagt jemand, sie ist kein Mädchen. Aber sie ist... Jemand sagt, sie ist ihr Parkhaus, sie Meint ihr, man merkt, dass ich mit vier Frauen im Auto bin? Nee, oder? Nee. Musik ganz normal, so kurz vor einer Comedy-Show, einfach mal Trauermusik hören. Das ist ganz normal eigentlich. Macht man so im Alltag. Das ist ganz normal, oder? Yes, yes. So vor einer Comedy-Show einfach Trauermusik hören. Also Leute, der Vlog endet dann hier auch wieder. Das war's, wir waren essen. Wir sind jetzt hier in der Langsessarena und der Vlog ist vorbei, weil wir dürfen nicht mehr filmen und das war's für heute. Unsere Handys werden gleich eingesperrt, Leute. Ich dachte, ich kann wenigstens ein bisschen dribbeln, wisst ihr? Ihr wisst doch, ich bin ein starker Dribbler, aber... Oh mein Gott! Aber... Das ist ja wirklich so scheiße! Aber ich muss jetzt einfach in dem Sinne, wir sehen uns nach der Show. Also, Fazit? Es war eine 7 von 10. Okay. Dein Englisch muss aber schon gut sein. Mhm. Was sagst du zu dem Humor? Ich bin ein bisschen zu deutsch. Zu deutsch, was heißt ja, das? Ja, es ist schon, also Amis sind schon sehr hart. So hart bin ich leider nicht. Nee, ne? Nee, also ich war schon sehr oft leise so. Okay. Anyways, also ich verstehe jetzt, warum wir nicht filmen durften. Weil es war sehr, sehr dark. Und hätte man gefilmt, dann wären auf jeden Fall einige gecancelt worden, sage ich so, wie es ist. Aber es war dennoch sehr lustig. Chris Rock war überraschend lustiger, als ich gedacht hätte. Dave Chappelle fand ich irgendwie, hat viele Dinge in die Länge gezogen. Also so von Witzen her und so war.
Und er hat mehr Zigaretten geraucht als alles andere. Aber im Großen und Ganzen war das Event sehr nice, also sehr cool. Danke nochmal für die Einladung, Jan. Kannst gerne hier reinkommen. Das ist der Mann, der hinter allem steckt. Falls irgendwas in Köln braucht. Ich tu nur so, aber ja. Falls irgendwas in Köln braucht, das ist der Main Man. Ich eigentlich auch. Genau. Wieder weißes Jahr. In dem Sinne, das war's eigentlich. Und ja, ich bin sehr müde, ich werde zu Hause fahren. Ich hatte mich lustiger. Dein Ticket. Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause, im Großen und Ganzen. Es war wirklich ein sehr cooles Event. Ich habe viele neue, coole Bekanntschaften gemacht. Ich freue mich wirklich. Also dafür, dass ich nicht gerne unter Influencern bin und ich kommuniziere das auch immer, das sage ich auch immer gerne, war es wirklich sehr cool. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich war, wirklich echt coole Leute waren oder sind. Also das ist mein Eindruck zumindest. Und deswegen freue ich mich auch über diese Bekanntschaft. Im Großen und Ganzen, es war wirklich sehr cool. Es ist schade, dass wir leider nicht aufnehmen konnten. Ich hätte euch gerne was davon gezeigt. Aber andererseits war es auch echt cool, mal einfach einige Stunden nicht an seinem Handy zu sein und die ganze Zeit darauf zu hängen, weil man sich die ganze Zeit irgendwie damit befasst. Und es war einfach so auf Oldschool-Basis. Man hatte kein Handyzugriff. Man konnte einfach die Show genießen. Man hat die Show wirklich genossen und aufmerksam drauf gepasst. Aufgepasst und nicht immer wieder an sein Handy gegangen. Das war eigentlich echt cool, muss ich sagen. Deswegen und wirklich absolutes W nochmal und Dankeschön an dieses Team von This Is Me Kenner. Es war wirklich ein W-Tag vom Essen her bis zum Event mit der Loge und so. Also war wirklich sehr cool. Deswegen, ich freue mich aufs nächste Mal. Das scheint irgendwas schon in Busch zu sein als nächstes. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Ich würde sagen, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, er ist relativ kurz und halt dadurch, dass ich nicht das Event filmen konnte, das Main Event, ist es leider sehr schade, aber dadurch ist halt ein bisschen was verloren gegangen. Ich hoffe, dass ich trotzdem hier was machen kann und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder. Peace.